Naja, irgendwie hat dieser Schleicher in Ferdok von seinen zwielichtigen Kumpanen erfahren, dass diese Mora mit den Piraten unterwegs ist. Deswegen sind wir hinter diesen Kerlen her. Okay, jetzt plaudert Fargrim wirklich einiges aus. Ob Ardo das so gut findet? Aber was ist mit dieser Mora? Warum sucht ihr sie? Das ist unsere Sache. Los jetzt! Und schon ist er wieder verschwiegen. Aber gut. Weiter durch das Tor hier. Beziehungsweise eigentlich sollten wir erstmal Kuano abholen. Das könnte jetzt lustig werden. Oberzörner Taschmanns scheint sich in Richtung des Hauptturms zurückgezogen zu haben. Möglicherweise ist er nun tatsächlich bereit, mit mir zu sprechen, nachdem er so viele seiner Leute verloren hat. Wahrscheinlich bis auf den armseligen Haufen, den er da noch hat, alle. Wenn nicht er, dann muss ich versuchen, in den Hauptturm zu gelangen, dort bis zum Kommandanten vorzudringen und diesen zur Rede zu stellen. Ja. Also. Los. Bei den Niederhöllen, seid ihr nicht tot zu kriegen? Wer seid ihr eigentlich? Wer hat euch geschickt? Seid ihr nicht tot zu kriegen? Ja. Der arme, arme Mann. Obwohl, so arm, so grimmig wie der reinguckt, kann er gar nicht so arm sein. Aber, Herr Oberzöllner, die Rollen in unserem kleinen Spiel sind nun ein wenig vertauscht, nicht wahr? So viel Neugier steht euch einfach nicht mehr zu, fürchte ich. Also über Quado kann er viel sagen, aber redegewandt ist er. Und wo kommt ihr eigentlich her? Gehört ihr zu diesem Zwerg? Wie könnt ihr so einfach durch unsere Festung spazieren? Weil er ein guter Dieb ist, Ha! Xomasho! Schätze, dass du jetzt erstmal ein paar Fragen beantwortest. Was für komische Geschäfte treibt ihr hier? Ja, das interessiert uns gerade am meisten. Vor allem nach dieser Begegnung mit Kaltenstein. Scheint ja um die Zollfeste zu gehen hier. Also gut. Nur ruhig Blut. Vielleicht können wir euch beteiligen. Die Piraten können sehr großzügig sein, wenn... Also bestechen lassen wir uns sicher nicht. Piraten? Ihr arbeitet mit den Piraten zusammen? Ja, jetzt ist es raus. Jetzt können wir uns sicher sein, dass das alles irgendwie zusammenhängt. Jetzt müssen wir nur noch erfahren, wie. Dann stammen die Schmuggelwaren sicherlich von den Piraten. Diese Verschwörung ist größer, als wir dachten. Ja, und ich will nicht wissen... Okay, ich vermute, dass Kaltenstein der Kopf dieser ganzen Aktion ist. Aber sicher bin ich mir jetzt da auch nicht. Ihr wusstet das nicht? Bei allen Göttern und Dämonen! Ihr kommt hierher, bringt fast alle meine Leute um und ihr wusstet nichts von den Piraten? Nun, erstens habt ihr uns zuerst angegriffen und zweitens, wenn Fargrim die Axt schwingt, steht kein Baum mehr, also bist du selber schuld. Ah, Klugheitsversuch. Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Piraten genau aus? Ich vermute, ihr liefert ihnen die Ladelisten der vorbeifahrenden Schiffe. Ja, und Angaben über Kurs und Bewaffnung. Die Zollfeste war die perfekte Tarnung. Hätte nie gedacht, dass mal jemand dahinter kommt. Gott, du bist so naiv. Erstmal sowas zu denken und dann zu denken, man könnte uns einfach so umbringen. Ah, gut. Es gab nur einen vagen Verdacht, aber offensichtlich hatten wir den richtigen Riecher. Jetzt verstehe ich. Ihr gehört zu keiner Bande. Ihr wollt keine Geschäfte machen. Euch geht es um etwas anderes. Ja, in erster Linie geht es uns um Kaltenstein und seine... Wenn er nicht der Anführer ist, seinen Anführer und um alle, die mit drin verstrickt sind. Weil nachdem was Kaltenstein da in dem Lagerhaus abgezogen hat, sind wir doch schon ziemlich brennen wir schon ziemlich darauf, ihn wiederzubekommen. Obwohl eigentlich in unserer aktuellen Stufe noch nicht, aber später. Mit wem zur Rechenschaft ziehen können. Was sollen wir nun machen, Herr Oberzöllner?
Wenn die hier jetzt von der Abmachung mit den Piraten wissen, dann... Wollen sie uns jetzt schon wieder versuchen zu töten? Was fragst du da noch? Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Sie oder wir. Los, Angriff! Der lernt's echt nie. Ich bin eigentlich schon fast gewillt, Ido die restlichen Zöllner einfach laufen zu lassen, auf und davon. Weil ich eigentlich keine Lust mehr habe, hier irgendwen zu töten. Nachdem ich sowieso fast alle Sturm gebracht habe. Du scheinst ein bisschen schwer von Begriff zu sein, Mensch. Legt die Waffen nieder! Oder euch geht's gleich wie eurem Flitzebogen, da unter dem Tor. Und Falkrim übernimmt schon wieder das Reden und sagt genau das, was ich auch gedacht habe. Auch wenn es mir widerstrebt, muss ich dem Zwerg zustimmen. Ihr solltet auf ihn hören, Herr Oberzöllner. Niemals! Männer, macht ihnen ein Ende! Kuanus überreden scheint besser zu sein als meins, also versuchen wir es mal. Legt die Waffen weg und geht nach Hause, Männer. Überlasst diese Verrückten seinem Schicksal. Wollt ihr wirklich den Zorn des Kommandanten heraufbeschwören? Ich sagte, Attacke! Hoffentlich hat's geklappt. Jawohl, Herr Oberzöllner. Los, Jungs, auf Sie! Und es hat nicht geklappt. Jetzt haben wir wieder... so viele gegen uns. Aber erstmal kurz defensiven Kampfstil an, ihm seinen Degen in die Hand geben. Habe ich das Parfüm noch? Nein, ich habe es gerade nicht zur Hand. Oh, lederne Armschienen, obwohl wir können Kuano die... die Soldatenhandschuhe behalte ich. Ja. Vorgrim trägt... seine eigenen Unterarmschienen. Ja gut, wie machen wir das jetzt am besten? Nein, nicht den Gegenstand zerstören, den Feierriss geben. Ja. Erstmal kurz in Kuanos Finte und gezielter Stich. Zaubermenü gehen. Besseres Angebot. Dafür braucht er Rang 4 Orange. Glückssegen braucht 3. Was bringt das nochmal? Fixens Kunst ist auf jeden Fall wichtig. Steigern können wir das nicht, also packen wir Sternstaub ist das niedrigste. Ach ja, mal kurz zur Erklärung, wie die Zauber von Kuano funktionieren. Und zwar, Kuano besitzt keine AE, so wie Feiris und ich, sondern besitzt hier diese Symbole. Und jeder Zauber braucht halt eins dieser Symbole auf. Zum Beispiel der Sternstaub braucht das grüne Symbol auf, der Sternenwurf das blaue. Hexenskunst und der Glückssegen brauchen beide das rote auf und das bessere Angebot ist orange. Diese vier Dinger laden sich unabhängig voneinander unterschiedlich schnell wieder auf. Also das blaue ist am schnellsten wieder aufgeladen und das orange hier hinten am langsamsten. Deswegen ist es hier jetzt gerade zu sehen. Also Kuano spricht erstmal Hexenskunst. Vorgrim haut den Oberzöllner um und gibt ihm dann auch noch einen Wuchtschlag mit drauf. Was? Feiris kümmert sich um die Zöllner links und ich kümmere mich um die Zöllner rechts. Komm, versuchen wir es mal mit Kraft der Erde. Hey, diesmal hat die Kraft der Erde sogar gewirkt. Ja. So. Kuano kann bei dem Zöllner jetzt einen gezielten Stich anwenden. Und als nächstes macht er einfach mal Sternstaub hier in die Runde.
Der Zöllner rennt auf Fyrus los, deswegen fange ich ihn gleich mal mit einem vollen Benictus ab. Ja? Sieh einen gezielten Stich auf den anderen Zöllner. Na? Da noch ein Wuchtschlag auf den Oberzöllner. Der ist fast tot. Ja. So. Jetzt sind die Gegner vom Sternenstaub geblendet und wir sind vom Sternenstaub gebufft. Also der Sternenstaub ist schon ziemlich nützlich. Ich weiß gerade gar nicht, was macht der überhaupt. Gucken wir mal kurz. Also ja, ich muss erstmal wieder gucken, was welche Zauber machen. Ah ja. Ziele im Wirkungsbereich. Die Verbündeten des Geweihten erhalten Ausweichen plus 3, Feinde Attacke minus 3. Also alle werden... Wir werden noch richtig schwer zu treffen eigentlich. Oh, Vorgrim ist gestorben, ohne dass ich es gemerkt habe. Das ist wiederum blöd. So. Fulminictus auf den da oben. Doppelschuss auf den anderen. Ah. Der Fyrus angreift, muss als erster sterben. Quano kann den mit einem gezielten Stich niederringen. Und der ist auch schon fast tot. Fyrus sollte sich mal selber heilen. Ich einen gezielten Schuss auf ihn, dass ich nicht immer nur mit meiner AE verschwende. Was für ein Narr dieser Grosche. Selbst der dümmste Ork weiß, wann er besiegt ist. Das war jetzt gerade mehr als nur Ironie. Vorgrim liegt auf der Schnauze und bringt so einen Spruch. Na, Freunde, ihr hattet euch gerade ein wenig verrannt, was? Mit dem Kopf durch die Wand kommt man halt nicht immer weiter. Und jetzt kriegen wir auch noch Spott von Kuano. Dieb. Wenn wir nicht vorher den Weg freigemacht hätten, wärst du wahrscheinlich schon in irgendeinem Kerker. Eigentlich so lange warten sollen. Da muss ich Vorgrim auch wieder recht geben. Mit unserer brachialen Aktion haben wir eigentlich uns die ganze Aufmerksamkeit auf uns gezogen, während Quado einfach so durchschleichen konnte. Ich nehme mal die obere Antwort, weil... Gut, als ich als Soldat wäre, hätte ich jetzt schon längst die Schnauze voll von den Streitereien der beiden. Aber die Geodengeduld sagt mir, die obere Antwort ist besser. Aber ohne Quanos Hilfe hätten wir es nicht geschafft. Ist es nicht besser, wenn wir zusammenarbeiten? Ja, ich gebe zu, manchmal ist es ganz nützlich, so einen Heimlichtuer im Rücken zu haben. Solange ihr mir nicht in die Quere kommt, können wir von mir aus zusammen weiter. Okay, das ist ein Wort. Na, das war ja beinahe ein Lob, nicht wahr, Vorgrim? Und sei unbesorgt. Wenn du dir weiterhin den Schädel einschlagen lassen willst, werde ich dich nicht aufhalten. Na gut, dann los. Dann holen wir uns mal alles, was die so wieder liegen gelassen haben. Heilen kurz vorher mal Vorgrim mit seiner kritischen Wunde. Ach ja. Wenn einer von meinen Gruppenmitgliedern stirbt... Oh, ein Langschwert und die Ladeliste. Gruppenmitgliedern stirbt, also besser gesagt im Kampf ohnmächtig wird, dann steht er nachher mit einer kritischen Wunde wieder auf, die ihn ziemlich schwächen tut. Wenn er dann wieder aufsteht nach dem Kampf, kann ich ihn halt mit Verbänden, wenn mein Heilkunde Wunden hoch genug ist, ihn verarzten. So, ich mache nochmal gleich einen Quicksave, weil ich gerade vergessen habe, ob ich jetzt gemacht habe. Okay, auf zum Hauptturm.